Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Herzlich willkommen zum Vlog 161. Guten Morgen zusammen. Ob der Morgen so gut ist, kann ich nicht bestätigen, weil unsere tolle Pumpe meint schon wieder, sie muss sich das Kreuzgelenk durchreißen. Also sind wir jetzt hier am Flicken. Beziehungsweise, jetzt muss ich erst mal aufmachen und gucken, an was es scheitert. Dazu 13er von euch. Sag ich nur mega. Jetzt wird es mal wegen der Sauerei, aber ich kann es nicht ändern. Ich mache jetzt auf und werde dann sehen, was dann wirklich das Problem ist. Aber ich vermute, das Kreuzgelenk, also diese Pumpe immer vorwärts und immer rückwärts. Also hört sich verdammt nach Kreuzgelenk an. Das heißt, wir lagern die Pumpe, habe ich ja noch gelagert von unten. Die Schreiber wissen schon so halb Bescheid. Ich muss aber erst noch Joghurt fahren, also jetzt gucken wir, wie wir das am geschicktesten lösen, dass uns einer das Teil aus Ulm hier hochfährt. Es fühlt sich scheiße an. Es ist das Kreuzgelenk. So. Scheiße am Magen vertreibt Kummer und Sorgen. Ist das nicht so? Schachkummer und Sorgen? Warum bist du so kaputt? Gibt's doch gar nicht. Schau euch das an. Hier. Kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. So. Was machen wir jetzt? Gehen wir heim. Lassen wir's bleiben. Ich weiß es nicht. Also. Ich muss auf jeden Fall mal mit den Schreiber jetzt telefonieren, ob die sowas da haben und dann gucken wir. Also, bis gleich. So! Auf geht's! Ja. Auf geht's! Die Schraube geht schon mal hin auf. So, das ist natürlich so, wir müssen die Pumpe auseinanderziehen, weil hinten das Kreuzgelenk ist mit zwei Stücken angemacht, ja. Und die müssen wir schauen, müssen wir rauskriegen. Und klugerweise ist hier eben nur auf einer Seite ein Loch. Schauen wir mal, dass wir das Ding abkriegen. Höhler.
Was wir jetzt schon montieren können, ist das 10. Habt ihr da mal. Warte mal. Da kam uns jetzt der Kollege Zufall zur Hilfe. Und zwar. Eine Freundin von Steffi und mir baut bei uns Haskapären dahinter an. Und der Mann arbeitet bei einem Transportunternehmen, die uns schon die ganze Zeit unsere Maschinen aus Italien oder aus der Schweiz geliefert haben. Jetzt schreibt die Anne mir heute Morgen, wie es ausschaut, ob ich schnell von den Haskapären im Schnee ein paar Bilder machen könnte. Dann sage ich, aber heute schwierig, weil ich irgendwie nach Ulm schnell fahren muss. Und ihr Mann hört es mit und sagt, Moment, ich habe glaube ich jemanden in Ulm sitzen, der könnte es liefern. Also, jetzt liefert mir jemand durch Zufall das Material aus Ulm, also die Ersatzteile, damit wir dann weitermachen können. Wie geil ist das bitte? Also ich finde es echt mega. Ohne Scheiß. Manchmal darf der Kollege Zufall auch für uns arbeiten und nicht nur andersrum. Ja, und jetzt bereiten wir die Pumpe vor. Rupfen das komplett auseinander. Ein bisschen Sauerei wird es geben, aber mein Gott, ist halt so. Wenn es als Biogaser keine Sauerei gibt, dann machst du was falsch. Hab ich gehört. Weiß ich auch nicht aus eigener Erfahrung, Gottes Willen. Scheiße, ey. Ja, jetzt gucken wir halt, das Einzige, was so da kritisch sein wird, ist das Zima. Den Zima Imbus brauchen wir. Warum? Warum macht man Zima Imbus? Damit der Bauer wieder nicht selber machen kann, ne? So schaut's aus. So. Wo machen wir euch jetzt hin, dass ihr was seht? Ist das geil? Naja, geht so. Irgendwie hat es gerade ausgeschalten. Warum auch immer. Also, ihr kennt ja die Masse bis daher. Was ist da nicht, was man aufgenommen hat? Keine Ahnung. Ich schaue jetzt auf jeden Fall mal. Oder hat es gar nichts aufgenommen? Doch. Wir zerlegen jetzt das Jäger und dann nehmen wir euch dann wieder mit, weil der Rest ist ja langweilig. Also, bis gleich. Ich wollte euch vorher noch was erzählen und zwar, warum. Eigentlich, warum es jetzt ausging, war es ja ganz gut, weil ich gerade noch ein Telefonat hatte zu unserem neuen Projektplan, was wir auch immer, wie man auch immer das nennen mag, was wir, muss ich kurz überlegen, was wir vorhaben, und zwar im nächsten Jahr,
Da kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, weil das eigentlich noch nicht so diskutabel ist. Ihr werdet es auf jeden Fall rechtzeitig erfahren. Schwimmt jetzt der komplette Film wieder eins zum anderen. So. Hebt es jetzt da. Muss heben. Der Starter fällt eh gleich runter, denke ich. Also, dann ziehen wir das. Wir ziehen das einfach ab. Dass ihr das einmal gesehen habt, wie schnell sowas gehen kann und wie schnell so eine Pumpe runterfallen kann. So, seht ihr jetzt sowas? Nee, das sieht man ja gar nichts. Da muss ich euch her. Ach nee, da hebt es wieder nicht. Das hatten wir das letzte Mal schon. So, aber so ist es eigentlich recht gut, oder? Der Geschichte ist jetzt ganz geil oder auch nicht. Wir können jetzt das so wie es ist, also wir brauchen den Starter gar nicht ziehen. Wir werden das hier abschrauben, auseinanderziehen und einen neuen draufstecken. So ist der Plan zumindest. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen nach vorne bewegen. Da gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich weiß es noch nicht, aber es könnte gehen. Dann haben wir gar nicht so viel Pumpenbewegung. Wir müssen das Ganze in den Starter natürlich jetzt noch ein bisschen bündig kriegen. Aber wenn wir zu zweit sind, dann wird es gehen, dann nehmen wir oben die Kante ab, sondern ein, zwei mit dem Hammer drauf und dann läuft es eigentlich. Und je steifer das jetzt geht, desto besser ist es eigentlich, weil der Stator halt noch gut ist. Stator und Rotor, also das Kombinat. Übrigens für die Klumpscheiße, so nennt man es auch beim Elektromotor. Rotor und Stator. Das feststeht, da ist der Stator und das drehende, da ist der Rotor. Und Schlagschrauber, aber jetzt kann es ja auch schnell werden. Aber naja. Thank you.
Abschrauber. So reparieren wir das Ganze. So, jetzt brauchen wir auch die richtigen, dass wir das da abziehen können. Brauchen wir jetzt mal das richtige Material, das holen wir uns jetzt ab. Jetzt machen wir uns mal die Hände sauber. Hand 1, Hand 2. So, also, bis gleich. So, so wie ich das sehe, vielen Dank dafür. Ich denke, die Akkuprobleme gehören der Vergangenheit an. Jetzt, wenn ich noch wüsste, wer mir das geschickt hat, dann recht herzlichen Dank dafür, dann würde ich es auch erwähnen. Aber es ist nichts drin. Also, merci. Ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Ich weiß immer noch nicht, wer mir die Akkus und das Ladegerät geschickt hat. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Und genau dabei ist die Kamera ausgegangen, weil der Akku leer war. Also es passiert jetzt nicht mehr. Ich habe nämlich immer, passt auf, Ersatzakkus dabei jetzt. Mega. Schau mal an, was der Frank, unser Mitarbeiter, gemacht hat. Jetzt haben wir hier schon mal die erste Geschichte sauber. Dafür suchen wir uns jetzt noch geeignete Aufhängpunkte. Das wollen wir auch wieder so drucken da. Und da habe ich ja PLA bekommen. Da wollen wir dann auch wieder was drucken. Dann haben wir hier für unsere für die Akkugeschichten, die wollen wir da irgendwo hermachen, wo nicht jeder hinkommt und wo es dann aufgeräumt sind und dort hängen. Da habe ich schon irgendwas ausgedruckt. Dann geht es da auch voran und ich finde vielleicht schneller mal Zeug. Das wäre das Allerbeste, aber jetzt brauche ich schon mal einen Lötkolben. Den finde ich nämlich nicht. Was weiß ich, wo der ist. Scheiße halt. Jetzt kannst du schon wieder suchen, weil der wieder für irgendwas irgendwann mal gebraucht worden ist. Und das ist immer das Hauptproblem bei uns. Irgendjemand braucht irgendwas mal schnell. Und ist mal schnell, dann liegt es dann wieder rum. Und dann ist weg. So ist das mal schnell immer. Naja, was wir machen. So, das da ist übrigens, nee, das ist der 8er. Ja, den 7er haben wir unten. Wichtigstes Utensil, ne? Für die Behebung dieser Schaden von der Pumpe. Ein 7er Imbus. Wangenpumpen. 7er Imbus. Welcher Bauer hat das daheim? Keiner. Fast keiner. Wir haben jetzt einen. Weil wir uns gemerkt haben, wir sind ja nicht blöd, wir haben uns gemerkt, dass man da immer einen 7er Imbus braucht. Naja, whatever. Also, jetzt holen wir mal Lötkolben und dann geht's da weiter. Warum habe ich eigentlich. Ey, das wird echt ein Reparaturblock. Ohne Scheiß, den ganzen Tag. Vielleicht verdiene ich da auf Dauer mehr. Könnte da passieren. Repariere das Zeug ein wenig.
Grietsch hinten damit rum, bauen wir noch auf Fräsen. Das machen wir übrigens vor Weihnachten jetzt unbedingt noch. Also, bis gleich. So, was knarzt da so unter unseren Füßen? Man sieht nur nichts, ne? Aber irgendwie hat es geschneit. Wir brauchen sowas. Was machen unsere Zigos? Komm, machen wir Licht hier. Zigos! Was ist mit euch los? Was ist mit euch los? Man sieht nichts. So. Mal schnell rüberbumpen. Ah, schaut euch das an. Ach, und irgendwo steht der tolle Roboter im Schnee. Was mit euch? Nichts. So, der steht vermutlich da hinten. Und was macht der? Der hat wahrscheinlich irgendwas die Führungsschiene verloren. Wir haben jetzt ungefähr so 5-6 cm Schnee, schweren Schnee, das ist das Hauptproblem. Da drehen wahrscheinlich die Reifen durch, so wie es ausguckt. Man sieht nichts, meine Herren. So, die muss man schon zurückfahren. So, Verbindung. Ach, scheiße, ich habe das Headset wieder drin. Alter, Mann. So, was haben wir da? Halt, falsche Richtung. So rum. Ah, da ist es glatt. So, nu aber. Passt. Hey! Achso, jetzt sucht er einen Streifen. Naja, schaut's euch an. Das ist das Problem. Jetzt sucht er einen Streifen. Der rutscht da durch. Ist halt so. Aber es hat halt auch nicht ständig jemand Bock abends. Na komm. Eigentlich müsste ich mich nicht überbumpen, ne? So, jetzt machen wir eine Testfahrt. Thank you.
So, komm. Jagger! Ja, es ist halt manchmal. Ist halt manchmal Technik. Mei. Schauen wir, was er macht. Also, mei, der Schnee ist jetzt extrem nass und dann sauschwer. Da kann schon passieren. Jetzt schauen wir, ob er jetzt einfach ankommt. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal dazu helfen. Aber wie viele Tage haben wir? Und schaut mal, ey, es hat nicht reingeschneit. Vor allem nicht hier hinten. Super. Wir wollen heute gleich nochmal anstreuen, damit wir wieder mehr Dampf in den Kompost reinkriegen. Also das haben wir jetzt schon. Aber gleich nochmal nachstreuen, weil es ist noch ein bisschen zu dunkel. Und dann feuerfrei. So. Jetzt aber, jetzt holt er auf. Da könnte es nochmal kritisch werden. Geht schon. Das mal mit dem Dragmal fahren. Im Besen ein bisschen drüber schieben. Nein. Es ist halt so. Und? Wo fährst du jetzt hin? Nee. Das wollen wir nicht. Halt, falsche Richtung. Ja, der dreht einfach durch. Irgendjemand hat gefragt, warum der da so viel drüber schmeißt. Es ist halt. Da könnte man jetzt doch so ein Abstreifblech machen, aber ja, manches ist einfach auch verlorene Lebensmüh. Muss man halt ab und zu mal ein bisschen was wegschaufeln. So. Hoppala. War ein bisschen ruppig. Betrieb, Position. So, Ladestation ist in der Küche. Arbeit. Erkennt. Wo fährst du jetzt hin? Also, passt. So, pumpen wir Milch rüber. Also, bis gleich. So, pass auf. Also, unsere Milch wird rückgekühlt über verdunstendes Wasser. Und wenn der jetzt dann langsam anfängt. Läuft der überhaupt schon? Ja, man sieht fast nicht. So. Ist das über Evaporation? Ich glaube schon, ne? Klugscheißer-Modus. Ach ja, letztes Mal, ihr habt natürlich recht. Irgendjemand hat drunter geschrieben, dass Müllein war ein Stefan. Ja, die haben das andere Werkzeug gemacht, ihr habt recht gehabt, ja. Sorry, das war. In meinem Grand. Also, der kühlt jetzt runter. Und dann haben wir. Wir haben jetzt eingangsseitig 3 Grad. Und ausgangsseitig vom Pasteur. Vom Pasteur. Haben wir dann auch wieder. 3 oder 4 Grad. Wartet. Ach. Was vergessen. Muss nur schnell rein. Bis gleich. So, wisst ihr, was das Beste an dem Wetter ist? Schaut euch das an. Geil, oder? Und eigentlich muss man sie ja ein bisschen abhärten, ne? Also finde ich ja immer, weil sonst bringt das Ganze ja nichts. Also, wie gesagt, Flipflops geht immer. Schaut euch das an. Das ist, finde ich, ein Bild für Götter immer. Bamsi! Joa, was ist los?
Ich lasse es euch einfach ein bisschen genießen. Was sagen wir dazu? Shake it, baby! Ich muss den jetzt endlich in den Online-Shop bringen. Ich komme einfach nicht rum. Das war's. Mega. Wir hatten einen Molkereimeister dabei. Wie alt ist der gute Mann? Der Herr Schindlers. Boah, der wird 60 sein. 62, 63, 64, weiß ich nicht. Mega Erfahrung, ja. Und hat da mit uns 3 Stunden gekäst. Wie geil ist denn das bitte? Mega viele Tipps, ich bin so dankbar für solche Sachen, ohne Scheiß. Das ist so cool. Ja, okay, aus der Milch wird kein gescheiter Käse mehr, das gebe ich zu. Ne? Schon, ne? Yeah! Ich weiß jetzt nicht, was davor drauf war. Ich kann es euch ja jetzt im Nachgang sagen, wenn euch die Kühe nicht interessiert, hätte ihr vorspulen können, ne? Nee. Gestern Abend war es auch geil, da habe ich einen Vortrag halten dürfen über das Online-Marketing in der Jungbauernschaft. Das war ziemlich cool. Also war auch total die offene Diskussion, sowas finde ich immer mega.
Und du lernst da wieder sau viele Leute kennen. Das ist saugeil. Also ich mag sowas total, sich da auszutauschen, ja. Da Herdenwanderung da. Was ist denn da los? So, jetzt muss ich gar verteilen. Ich habe jetzt beschlossen, ich steuere ein bisschen mehr drauf, weil es, ich glaube, zu wenig Kohlenstoff war. So mutmaß die Kompostgruppe. Wenn wir mal sehen, wie es sich entwickelt. Ja, ist immer spannend. Mei, wir haben ja da auch noch ganz wenig Erfahrung zum Kompoststall. Du brauchst schon jetzt, wenn es so nasse Zeit ist wie gerade, brauchst du schon sau viel Material. Und ich habe vielleicht den Fehler gemacht, dass ich eher zu wenig nachgestreut habe. Vielleicht. Ah, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Mal gucken. So, also jetzt müssen wir gar einstreuen da. Oder verteilen. Ey, mich hat es heute früh mit den scheiß Flipflops aber sowas von auf den Arsch gelegt. Ja, das kann ich euch nicht sagen, ey. Also, bist du weiter? So schlimm war es jetzt, sonst könnt ihr jetzt nicht lachen, ne? Aber. Ey, jetzt voll. Karma ist a bitch, ne? Also, dann bis gleich. Oder wisst ihr was? Ich stelle mich einfach noch darauf. So, auf den nächsten SD-Kartenfehler. Oder auch nicht. Ich loop immer so halb da neben die Kamera oben, ob das mit der SD-Karte funktioniert. Jetzt habe ich trotzdem wieder schon wieder einen Aufreger, weil die letzte Woche hatte eigentlich keinen, ne? Ich weiß nicht, wer kennt sich aus? Nochmal unabhängig davon, meint ihr einen Scheiße-Counter einzublenden? Geht es gegen die YouTube-Regeln oder wie ist das? Oh man, ein Shit-Counter. Naja, das können wir wahrscheinlich auch rausfüllen dann. Also wir haben ja jetzt, nachdem wir einen Etikettendrucker im Büro haben, ja, wo wir unsere ganzen Etiketten eigentlich drauf gedruckt haben, also ein Farbdrucker, eigentlich sauteuer, aber halt so ein Desktop-Pissgerät, ja, also so ein Halbding zwischen Industriedrucker und zwischen, wie nennt man das? Anfängerdrucker halt, ne? So, also das, was wir eigentlich so immer gehabt haben, ja, hat, glaube ich, gekostet 1700 Euro. Und da finde ich das schon eine unfassbare Menge an Geld für das, dass du irgendwas auszeichnen kannst. Aber ich sehe es halt so, das Zeug muss geil aussehen, finde ich. Und dann muss man da auch irgendwo Qualität haben. Also, dann haben wir, die Geschichte ist etwas länger, ich hoffe ihr verzeiht, aber dann haben wir jetzt, dann war der kaputt, ist irgendwo Farbe ausgelaufen. Schicke ich den ein, kostet mich der 800 oder 900 Euro zum Reparieren. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob wir die Teile noch haben. Hallo, das Ding ist 4 Jahre alt, klar, das ist schon etwas am Markt gewesen, aber warum hält sowas einfach nur so kurz? Warum? Ich verstehe es nicht. Und dann, das ist das Beste, will ich einen anderen Drucker. Und dann hatten wir mal jemanden da, der so Labeling Solutions, also so Etikettierlösungen. Ja, da hast du schon einen englischen Begriff dann. Meine Fresse. Also der so Etikettiergeschichten macht. Manchmal hat man echt den Hänger auf der Festplatte, ey.
anbieten kann. Ja, ich hätte auch so einen günstigen Industriedrucker, lasermäßig. Das heißt, oh, das ist gut, weil dann haben wir ja weniger Farbkosten. Dann bietet er mir den an, dann kostet das Ding 10.000 Euro. Was ist denn da dran billig? Das ist doch nicht billig. Das ist scheiß viel Geld. Das ist noch viel mehr Scheißgeld als... Ey, der Scheiß-Account, der läuft. Der läuft, der rattert heute durch. Das ist viel mehr Geld, als ich überhaupt jemals für sowas ausgeben wollte. Also, dann haben wir jetzt so einen Thermotransferdrucker, der ein bisschen schneller und ein bisschen mehr kann, für 800 Euro am Schluss genommen. Ja, kann ich halt nur schwarz-weiß. Oder auf schwarze Etiketten mit weißem Wachs. Band, ja. Also rufe ich den an, so wie es ausschaut, wann wir den Drucker kriegen. Ja, Ostern. Das sei wie Ostern. Ich kann noch keinen so einen scheiß Drucker kaufen und dann kriege ich das Ding erst Ostern. Ich brauche morgen was. Also ruft er mich wieder an. Er hat noch einen, den kann er für 830 Euro geben oder so. Passt. Den würde er dann gleich rausschicken. Also, da ist eine Woche vergangen, wenn ich nichts gehört. Wie schaut's aus mit gleich rausschicken? Ja, Homeoffice und wie, wo? Dann sage ich, Entschuldigung, hören Sie mir auf mit Homeoffice. Wir haben die letzten zwei Jahre nichts anderes als Homeoffice gemacht und die Hälfte steht so zu Hause, ja. Gehe ich jetzt mal 100% davon aus, weil nichts anderes ist Homeoffice, ja. Das ist bezahlter Urlaub, ja. So bei vielen. Sage ich jetzt einfach so, wenn ich da Hartmann treffe, der sollte sich überlegen, mehr zu arbeiten, ja. Hey, wir haben noch in den letzten Jahren nur unproduktive Zetteljobs geschafft, oder nicht? Ey, irgendjemand muss mit seinen Scheißhänden auch was arbeiten, dass Geld ins Land kommt. So, ich bin schon wieder von den Themen gesprungen, aber scheißegal, so sehe ich das halt. Was willst du da tun? Und zum Kompost? Also, ich fräse jetzt gerade frisch unter und dampft zu wenig. Aber wir haben jetzt, der Kompost wird schon heller und es fängt auch wieder an, und merkst du es? Und dann gucken wir mal, wie wir den in den Griff kriegen. Das ist ja alles wieder Learning by Doing, ja. Also, und dank an die gute Kompostgruppe, da geht's dann schon, da ist ein schneller Wissensaustausch. Das ist eigentlich immer ganz geil. Genau. Also, jetzt fräse ich da fertig und dann bis später. Ich muss da noch hinzufügen, ja. Ich lese da bei Gründerzeitung und sowas mit, ja. Weißt du, wie mich interessiert? Und dann denke ich mir immer, ich bin bescheuert, weil, ja, dann hocken zwei Schlipsträger dort, die noch nie was gearbeitet haben. Nichts gegen Schlipsträger, um Gottes Willen, ja, ich ziehe auch keinen Anzug an. Aber dann sitzen jetzt da, ja, wir haben jetzt den Exit von unserem Unicorn gemacht, ja. 400 Millionen Euro für nichts, für das, dass ein paar Datenzeilen irgendwo zusammen sind. Wir sind einfach dumm, Lebensmittel zu produzieren, muss man echt sagen. Eigentlich sind wir saudumm. Das Schlimme daran ist, ich finde es eigentlich geil, die Belohnung für das Ganze ist ja, wenn, jetzt haben wir zum Beispiel Käse gemacht, mit jemandem von Hela, also so ein, die, das sind so Gewürz, wie sagt man da, Gewürzgroßhändler, und der Typ ist Einkäufer, beziehungsweise Verkäufer für erst, Deutschland und jetzt hat er komplett Europa und ist vorher schon 100.000 Kilometer im Jahr seit 30 Jahren gefahren. Müsst ihr euch vorstellen. Und jetzt haben wir ja von denen ja noch nichts gekauft, aber der Typ nimmt sich die Zeit, ist ein Molkereimeister, ja. Der nimmt sich die Zeit und käst mit uns. Und am Schluss sagt er, dann habe ich mich bedankt und sage ihm, also herzlichen Dank für die Zeit, weil das ist... Für mich ist das mega, weil ich da so viel lernen kann, ja, und ich ziehe da unglaublich viel Energie raus aus solchen Tagen, ne? Weil die plaudern dann ja auch aus dem Nähkästchen, wie so eine Produktion bei denen ist. Und dann sagt er, nee, ich muss mich bei Ihnen bedanken, wenn ich da bei irgendwelchen Einkäufern sitze, die sagen, da müssen wir noch 2 Cent runter und hier müssen wir noch runter. Und wenn ich dann den Käsebruch mal in die Hand nehmen, das ist so wie ein Tagurlaub für mich. Da muss ich dann schmutzen. Ich finde das geil, ja. Und da kommt es wieder. Eigentlich sind wir trotz allem, also ich beziehe es da alle mit ein, ob das Landwirt ist oder so Handwerk oder so, ne? Wenn du halt produktiv irgendwas mit deinen Händen machst, ja, oder irgendeine Ware schaffst, ja. Jetzt in meinem Fall, wenn ich Käse
Und ich nehme den Käse raus, ich drehe den Käse, ja. Das ist doch geil. Das ist doch einfach geil. Also, oder wenn du Eis herstellst und du... Wir haben ja am Anfang haben wir 130 Liter Eis hergestellt auf einem Durchgang und waren da ewig drüber und fanden das schon saugeil. Und jetzt ist halt, wie wir das erste Mal in der Molkerei waren, ist so die Menge gestiegen, sind wir, haben wir das Vierfache davon gemacht. Da haben wir haben da, die Steffi und ich haben an dem Tag 20 Stunden in der Molkerei gestanden. Wirklich 20 Stunden. Das letzte, um 7 in der Früh haben wir angefangen, um 3 sind wir raus in der Nacht. Klar, kurze Pause dazwischen, wir hatten keinen Bock mehr. Aber da sagen die Leute, ey, das neue Eis ist noch ein bisschen besser. Geil. Und dann, jetzt schaffen wir es ja, dass wir eine Tonne Eis verarbeiten können in 5 Stunden. Und du bringst das Eis ins Kühlhaus rein und dann wenn mal ein Becher runterfällt, dann denkst du, scheiße, das ist ein Eis. Ja klar, das kann ich nicht verkaufen. Aber das ist ein Lebensmittel, das am Boden, ja, oder ein Genussmittel, das jetzt am Boden liegt. Und ich kann es nur mehr verkaufen. Und da steigt sowas von die Wertschätzung. Und wenn man dann so sieht, auch mit dem Typen da zusammenarbeitet, wenn der, wie viel da dahinter steckt, dass wir so geile Lebensmittel auf dem Tisch stehen haben. Boah, was willst du da? Also, was Besseres gibt's da nicht. Ohne Scheiß. Ist geil. Also, insofern... ist eigentlich der Aufreger des Tages auch wieder was Gutes, weil man ja das, was man selber schafft und dann doch wieder ein bisschen mehr wertschätzt. Ne? Hoffe ich zumindest. Also insofern, alle, die es gucken, ihr könnt es gerne teilen, ja, dass es vielleicht auch mal für manch einen ein bisschen Motivation ist, sowas zu machen oder was Eigenes zu machen. Ist geil. Also, bis später. So, guten Morgen zusammen. So, jetzt hat es... Raubtierförderung. Pass auf, unser Hund kriegt immer so Stangenwurscht. Stangenhundewurscht. Und der Hund findet es natürlich mega. Na Hundi, findest du das gut? Findest du das gut? Langsam. Da verdreht es ihn gleich doch immer. Ne, Hundi. So, und dann gibt es noch eine gute Nachricht zu heute. Und zwar, unser Rührwerk dreht wieder. Mega. Gestern immer. Also jetzt hatten wir das Glück, dass dann Gülle oben drauf gelaufen ist. Das hat die Oberfläche weich gemacht und dann... und dann dreht sich das Ganze wieder. Also wenn ihr mehr so positive Nachrichten wollt und kein Gemecker, dann abonniert den Kanal. Nee, das war doch... das war viel zu unaufgeregt. Abonnier den Kanal! Also, viel Spaß heute noch und dann bis morgen!